Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Last of Us 2. Ellie und, wie war dein Name gleich nochmal, sind hier gerade auf Erkundungstour. Beziehungsweise machen sie einfach eine Standardpatrouille, um das Gebiet um das Dorf herum zu sichern. Wir sind allerdings natürlich, weil heute ich dabei bin, als Spieler, auf Infizierte gestoßen und mussten die ausschalten. Und suchen jetzt gerade einen Weg hier aufs Dach. Könnt ihr die Regenrinne hochklettern? Ich habe das schon öfter im Fernsehen gesehen. Nee, na gut. Könnt ihr die Seile hier hochklettern? Nee. Könnt ihr den Lastwagen hier hochklettern? Ich habe das schon öfter im Fernsehen gesehen. So, jetzt wird's schwierig. Achtung, Sprintknopf ist hier. Los. Wuppa! Okay, Ellie, erklär mir, wie du dich mit bloßen Händen auf einer glatten Metalloberfläche, die mit Schnee bedeckt ist, so gut festhalten kannst, dass du dich einfach so hier hochziehst. Schauen wir es uns nochmal bei ihr an. Bullshit. Aber okay. Okay. Ruhig jetzt. Ich kann die Infizierten förmlich schmecken hier drin. Ich auch. Wollen wir Vorräte suchen? Practice, hard work, focus. Gross Morgans. Gross profit. Expenses. Do we need a website update? Weil nicht. Hey, ich hab Alkohol. Ein paar Lumpen. Hier. Molotow! Versorg dich. Oder Bandagen, genau. Oder desinfizierte Bandagen. Wahrscheinlich ist das immer noch so, oder? Katsching! Hey, aber die haben, es gibt in dem Spiel... Ja, jetzt lass mich mal ausreden. Gleich. Masken auf, ganz genau. Das ist eine gute Botschaft für alle da draußen. Masken auf, um Himmels Willen. Ist es denn so schwer? Und zwar über die fucking Nase. Mein Gott, okay. Es gibt in dem Spiel keine echten Spiegelungen, aber die haben wirklich sehr drauf geachtet. Und das ist ein schönes Detail, eine schöne Liebe zum Detail, dass wirklich jede Fläche, die spiegelt, einzeln mit einer Kopie des Raumes, in dem es steht, bespiegelt wurde. Weil, dass es keine echten Spiegelungen gibt, ist offensichtlich, weil... Oder Ellie ist ein Vampir, ist auch eine Möglichkeit. Aber ansonsten... haben die sich wirklich Mühe gegeben, dass die künstlichen Spiegelflächen, die keine echten Spiegelflächen sind, wenigstens wirklich die richtigen Räume spiegeln. Das ist nicht selbstverständlich. Absolut nicht. Brand, Profits und Revenue. So ähnliche... Aber das ist doch im ersten Teil standen doch fast genau solche Dinger rum. Genau solche Plakate. Vielleicht so ein bisschen als Mahnmal von wegen, guckt... Das haben euch eure Zahlen gebracht und wo seid ihr jetzt? Wahrscheinlich tot oder irgendwelche infizierten Schimmelzombies. Oh oh. Denk dran. Ich will dir nicht ins Gesicht schießen müssen. Ah, oh, ganz reizend. Jetzt wird's schimmelig. Ich kann's förmlich riechen. Könnt ihr es riechen? Diesen Sporen sind die schon länger hier. Diesen feuchten Schimmelgeruch. Ich schon. Ältere Infizierte, je älter sie werden, desto gefährlicher. Ich glaube, wir sind darüber. Wir sollten ins Erdgeschoss. Das gefällt mir gar nicht. Ich mache mir Sorgen um dich. Ich meine, ich bin die Protagonistin und ich habe im Trailer von Ellie Szenen gesehen, die wir hier noch nicht gesehen haben. Aber um dich mache ich mir Sorgen. Nicht, dass du stirbst. Warte, ich glaube, ich habe im Trailer auch von dir Szenen gesehen, die
die wir hier noch nicht gesehen haben. Aber es könnten Rückblenden sein. Oh mein Gott, ich glaube, du stirbst. Wie, du stirbst? Niemand stirbt hier. Not on my watch. Können wir nicht erstmal durchlüften, bevor wir da reingehen? Okay, los geht's. Hä? Was ist da oben? Greenplace Market, Mitarbeiter des Monats. Komisch. Da stand schon überall so viel Text. Und das? Mitarbeiter des Monats. Das kann ich jetzt übersetzen. Na gut, weil es quasi heißt, dass wir jetzt im Greenplace Market sind. Quasi. Insofern macht das schon Sinn. Lappen, aber nur ein Dreiviertellappen. Ich brauche noch einen Viertellappen, damit ich einen ganzen Lappen habe. Weil so funktioniert das hier in dem Spiel. Klingt komisch, ist aber so. So, hier sind wieder Klugheitspillen, damit wir neue Rezepte lernen. Oh, shit. Oh, shit. Ein Klicker. Ich hab die Klicker schon immer gehasst. Und ich hasse die Klicker immer noch. Oh, shit, Klicker. Nein. Oh, Gott. Oh mein Gott, ich hasse die Dinger. Okay, ganz ruhig bleiben. Stimmt eigentlich. Zumindest auf Licht reagieren die nicht, ne? Shit! Nein! Ah, oh, Klicker, ey. Ich war zu laut. Wirf den Ziegelstein oder eine Flasche auf einen Klicker, um ihn zu betäuben. Ach, das geht auch. Na gut. Das war ja ein toller Plan-Tutorial-Tipp. Danke, Tool-Tipp. Hast du noch ein paar so gute Ideen auf Lager? Okay, das mit dem Flaschenbetäuben werfen machen wir nicht mehr, weil das ist ziemlich bekloppt. Also wirklich, was für ein Unfug. Ist ja schön, dass die dann irgendwie ein bisschen wanken, aber deswegen kann ich die auch nicht killen. Okay, wir machen das jetzt auf meine Weise. So. Diese blinden Viecher sind gruselig. Ja, allerdings. Sehen wir nach, ob ansonsten alles sauber ist. Und dann lass uns von hier verschwinden. Ja, geben eigentlich... Wir verstehen uns. Geben eigentlich Klicker extra Punkte in eurer wie viel Infizierte hast du schon mal maximal getötet Skala? Weil irgendwie sollten die extra Punkte geben. Ich meine, so normale Infizierte kann man einfach verhauen. Also,
wenn man, also ich nicht wahrscheinlich, aber ich meine, erprobte, kampferfahrene Pilz-Zombie-Hauer können die ganz gut hauen. Ohne irgendwelche Waffen. Ellie, da ist die Tür. Aber Klicker kann man nicht hauen. Klicker hauen nämlich dich. Und dann beißen sie dich und dann bist du tot. Das ist dann schlecht. Für alle, außer für die Klicker. Für die wahrscheinlich ganz gut, weil die müssen ja auch was essen. Aus den Knien. Wie oft machen wir denn diese Patrouillen, wenn die hier so lang schon drin sein können? Frage ich mich. Ein Geschenk für dich. Ich nehme es gern an. Was für ein Geschenk hast du denn? Ah, sie macht mir einen Molotow-Cocktail. Hier. Danke. Molotows. Wirf sie und dann brennt alles ganz stark. Sei vorsichtig. Ich bin Profi. Vor allem ist sie Profi in Sachen hinter ihrem Rucksack verschwinden lassen. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, wir können jetzt genau wie im ersten Teil Lappen und Alkohol. Macht man entweder desinfizierte Bandagen oder Molotow-Cocktails. Angriff oder Verteidigung. Töten oder leben. Ziemlich viel Zaubertabletten. Ach du nice Scheiße. Hier sind ganz schön viele. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Eine Schere? Okay, wir machen jetzt Folgendes. Ich werfe dem Klicker einen Molotow-Cocktail rein, dann ziehen wir die Pistolen und schießen um uns wie bescheuert. Okay? Bereit? Scheiße! Irgendwie hat das Auto-Aim nicht funktioniert, wie mit den Flaschen. Ich dachte, das funktioniert genau wie wenn ich hier einfach eine Flasche raufwerfe. Hat's aber nicht. Vielleicht war ich nicht nah genug dran, ich weiß es nicht, aber naja, versuchen wir nochmal. Das hat mir ganz schön Stress gemacht gerade, dass die so zu schreien angefangen haben. Die haben mich bemerkt. Ah, jetzt funktioniert's, guckt. Au. Ah, okay. Ich wollte schon wieder auf der falschen Taste. Die lebt ja immer noch. Verdammt nochmal, Klicker, ey. Kann die jetzt bitte aufhören zu leben? Ich finde das nicht mehr lustig. Molotow-Cocktail, Pistolenschuss. Noch was? Nein. Ich auch nicht. Ich bewege mich auch nicht mehr. Weißt du was? Ich bin beeindruckt von uns. Ja. Mann, die anderen werden uns das gar nicht glauben. Geht's hier weiter? Weil wenn, okay. Dann schaue ich mich erstmal noch auf hier ein bisschen um. Posten. Und da machen wir dann Pause. Wir haben's verdient. Okay. Oder geht's hier weiter? Weil dann... Siehst du einen Ausgang? Zwei potenzielle, aber ich möchte mich erst ein bisschen umsehen. Klicker, ey.
Ich hasse Klicker. Klicker. Man sollte meinen, wenn der Kopf so zugewuchert ist mit Pilzen, wären die irgendwie nicht mehr so robust, aber ganz im Gegenteil. Na gut, vielleicht könnte man so erklären, dass quasi der komplett dezentrale Pilz komplett das Nervensystem ersetzt oder übernommen hat und das Hirn keine Funktion mehr hat. Und bei den Alten muss man einfach auf den Kopf hauen, wie bei einem Menschen im Grunde noch. Und wenn man dann irgendwie, ne, wenn das Gehirn stirbt, dann ist vorbei. Aber wenn der Pilz das quasi schon alles assimiliert hat und das Hirn quasi schon abgebaut ist und alles nicht mehr so einen zentralen Platz hat wie bei Menschen, sondern so im ganzen Körper verteilt ist, dann wird es schwierig, dass man das dann irgendwie kaputt macht. Brauchen die Sauerstoff überhaupt noch, die Klicker? Wie werden die Körper versorgt? Macht es der Pilz? Alles. Gib mich auf. Okay, wir machen es so. Du wirfst mich einfach nach oben durch dieses Loch. Ich werf dich oben durch das Loch. Okay. Alles klar. Ist das jetzt dein Ernst? Nee, na dann. In Wirklichkeit könnten wir ziemlich gut versuchen, hier rauszuklettern. Das dürfte funktionieren. Aber das sieht nicht aus, als wäre das ein Videospielausgang. Nee. Genau. Ja, ich befürchte, wir müssen hier einfach einziehen, würde ich sagen. Ich hoffe, in den Regalen ist noch ein bisschen was Essbares und so machen wir es uns gemütlich. Kabel. Na also. Ja, das sollte gehen. Okay, schwingen wir unser Lasso. Schwubbi! Das war gerade sehr, sehr gut, Leute. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Das war nur ein kurzer Moment. Aber das ist klug. Okay, das ist sehr klug. Man hat nämlich an der Farbe der Wurflinie gesehen, ob ich das schon hinter das Objekt werfe, weil sich da die Farbe verändert hat, oder ob ich noch vorm Objekt bin. Was eigentlich bei solchen Spielen, die so Wurflinien anzeigen, oft sehr schwer ersichtlich ist. Ich bin stolz auf dich. Uncharted 2. Uncharted? No Man's Sky. The Last of Us 2. Das war wirklich gut. Hier drüben! Der Sturm hat echt zugelegt. Wie weit ist es noch zum Posten? Er kommt gleich nach der nächsten Stadt. Ich komme dir nach. Hä, ich komme ihr nach? Ach so, jetzt oder wie? Okay. Hey, wie weit ist es noch? Noch ein paar Minuten. Wir sind gerade erst losgeritten. Keine Spuren mehr. Die sind aber schnell verweht. Oder bin ich falsch? Na super. Jetzt haben wir ein Problem. Ellie! Oh, Gott sei Dank. Komm schon. Hier lang. Wohin gehen wir? Vertrau mir. Geh rein. Ha ha ha.
Tür zu. Du warst schon mal hier? Vorbeigeritten. Ich war nie hier drin. Okay, sehen wir uns mal um. Eine Bibliothek. Kein Essen, kein Trinken erlaubt. Na super. Aber wenigstens unseren Wissensdurst können wir hier drin stillen. Ich gehe da gleich rein. Ich weiß schon, dass wir da lang müssen, Spiel. Aber wenn du mir optionalen Loot anbietest, werde ich optional looten. Scheiße. Ich sehe nach, was da hinten ist. Oh yeah! Schreiben einhauen. Was ist hier los? Ganz schön viel Loot ist hier los, würde ich sagen. Dieses ganze Elektronikzeug? Das muss Eugenes sein. Oh, bist du sicher? Ja, wer sonst würde an sowas herumbasteln? Na gut, schauen wir mal zur Tür, wenn wir an unserem NPC-Begleiter vorbei dürfen. Huh. Eugene Linden. Definitiv Eugenes Hütte. Er war ein Firefly? Ein Firefly? Oh oh. Ich meine, was heißt oh oh, aber... Das war eine ganz üble Geschichte. Die werden auf Joel nicht so gut zu sprechen sein, ja. Die Fireflies. Dass er mal einen Kontrollpunkt in Denver gesprengt hat, tötete 3 Soldaten und 2 Zivilisten. Scheiße. Und dass er und Tommy einen Fedra-General zu Tode gefoltert haben? Ich weiß nicht, Tommy würde sowas doch nicht tun. Er war dazu fähig. Was meinst du? Er und Joel haben einiges getan, um zu überleben. Laurent Foucault oder so. Laurent Foucault, CEO Spark. Echter Name Laurent Foucault. Intelligenz 100. Er ist noch intelligenter als multidimensionales Wesen. Muskelkraft 20. Gehört zu Spark, das sind bestimmt die Bösen. Laurent Foucault wurde mit einem brillanten Geist, aber vielen körperlichen Gebrechen geboren und verbrachte viele Jahre seiner Kindheit und Jugend in Krankenhäusern. Mit 15 Jahren erlangte er den Doktorgrad in Medizin und entwickelte ein Medikament gegen seine seltene Erbkrankheit. Das Patent darauf machte ihn über Nacht zum Multimillionär. In nur wenigen Jahren wurden aus seinen Millionen Milliarden. Dieses Kapitel gab Laurent Foucault die Möglichkeit, das Sci-Tech-Imperium Spark zu gründen und völlig freie Hand Wissenschaft und Fortschritt voranzutreiben. Gerüchten zufolge hat Spark eine Methode entwickelt, Neugeborene spezielle Superkräfte einzuimpfen, aber Foucault weist diese Gerüchte als lächerlich zurück. Gesinnung Schurke. Und schon wieder so eine staubige PlayStation 3. Mit Uncharted 2 natürlich. Und Jack and Dexter. Die ganzen Naughty Dogs Spiele. Und Cola. Soda meine ich. Nur Soda. Sag mal, Strom. Strom. So viele Sachen, die Strom brauchen. Oh mein Gott. Das sind Tommy und Eugene. Noch die reinsten Babys. Hey,
Echt? Heizung? Da muss hier doch auch irgendwo ein Generator sein. Ganz genau. Davon rede ich doch. Le Generator. Eugene, bitte komm nach Hause. Wenn die Fireflies die Welt... Familie zurück und ging zu den Fireflies. Wenn die... Krass. Wenn die Fertig? Darf ich jetzt? Will noch jemand? Eugene, bitte komm nach Hause. Wenn die Fireflies die Welt retten wollen, lass sie doch. Lass sie das Militär jagen, die Politiker. Lass sie einen Impfstoff entwickeln, der die Menschheit rettet. Vielleicht ernten wir sogar eines Tages die Früchte ihrer Fantasien. Aber bis dahin geht unsere Tochter vor. Die Fireflies kommen gut ohne dich zurecht. Deine Tochter nicht. Sie fragt ständig, wann du nach Hause kommst. Ich kann das nicht. Ich kann sie nicht länger anlügen. Du fehlst mir. Aber ich weiß nicht, wie lange ich es noch aushalte. Komm nach Hause, bitte. Wir lieben dich, Claire. Hey, da sind sie. Was wollte ich denn sagen? Firefly. Generator, Tochter, Welt retten, Impfstoff, keine Ahnung. Irgendwas wollte ich sagen, keine Ahnung. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Hey, da ist der Generator. Schon besser. Oh, wow. Eindrucksvolle Werkbank, Eugene. Ich wette, damit kannst du deine Waffe aufmotzen. Ich wollte gerade sagen, die wird sehr dezent in Szene gesetzt. Sie versperrt mir sogar den Weg. Ist schon alles aus Game-Design-Sicht schon schön clever gemacht. Also mit dem Zaumpfahl, aber trotzdem, dass wirklich der unaufmerksamste Spieler auf keinen Fall diese Werkbank übersieht. Sie spricht sie an, die Lampe beleuchtet sie, sie versperrt den Weg. Es ist wirklich so... Boah, Overkill. Okay, gut. Untersuchen wir das Ding mal. Scheint mir so eine Art Waffe zu sein. Wahrscheinlich eine Schusswaffe. Okay, Pistole verbessern. Schauen wir mal, was wir da machen können. Entweder... Tausch die Hammerfeder aus, um die Feuerrate zu erhöhen. So spannend finde ich das Upgrade. Das passt gerade ganz gut. Feuerrate erhöhen. Tausch den Pistolengriff aus, um die Feuerabweichung zu verringern. Bring einen Kompressor an, um den Rückstoß deiner Waffe zu reduzieren. Kapazität haben wir schon. Das sind langweilige Upgrades. Wo ist der... Der Flammenwerfer-Mod für meine Pistole. Das hätte ich gerne. Schauen wir mal beim Gewehr, was wir da machen können. Fügt dem Schaft Gewichte hinzu, um die Waffenabweichung zu verringern. Füg ein Magazin hinzu, um die Nachladegeschwindigkeit zu erhöhen und mehr Patronen zu verstauen. Bring ein Zielfernrohr an. Aha, now we are talking. 25% mehr Schaden. Da muss ich aber noch ein bisschen sparen. Und ich glaube, das mache ich auch, weil alles andere klingt lame. Oh, hallo. Was denn, hallo? Sie hat den Boden. Da unten ist noch was. Oh, hallo. Nicht. Eine Giraffe, wie damals im ersten Teil. Tagebuch.
Den hat gefragt, ob ich beim Tanten... Ah! Aha, das ist auch in Vergangenheit. Warte mal. Der Jena hat gefragt, ob ich zum Tanzabend gehe. Und sie hat meinen Arm berührt. Ich bin echt gestört. Jetzt sei keine Idiotin. Sie ist zu allen so. Versau bloß eure Freundschaft nicht. Versau bloß eure Freundschaft nicht. Versau bloß eure Freundschaft nicht. Heute war es total verrückt. Ich habe Angst, bin aufgekratzt, ängstlich. Ich muss... das einfach wegpennen. Hatte Eugene Kontakt zu anderen Fireflies? Hatte er von mir und Joel gehört? Nein, dann hätte er was gesagt. Weiß Ellie jetzt mittlerweile Bescheid? Nee, oder? Oder doch? Ich weiß es nicht. Irgendwie wirkt schon so, als wüsste sie, was mit ihr ist und was passiert ist in dem Firefly-Hauptquartier und so. Ne? Offensichtlich, also der Kommentar jetzt gerade. Geheimes Regal. Der hätte die Rückwand von dem Regal ein bisschen besser machen können, wenn er seinen Geheimgang verstecken will. Aber gut. Was hat er hier unten? Offensichtlich ein Liebesnest. Deshalb hat er dir nichts davon erzählt. Ich hoffe ja für ihn, dass es das ist. Er war so einsam, Mann. Na gut, Leute, wir machen jetzt aber heute Schluss hier und morgen finden wir raus, was er hier unten hat. Ist es ein geheimes Drogenlabor? Wirklich ein Liebesnest, wie die beiden sagen? Eine Waffenkammer? Ein Whirlpool? Außerirdische Technologie, die er bei einem abgestürzten Frack irgendwo im Wald gefunden hat? Wir finden es raus beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.